Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zurück hier bei Feed the Beast Revelation. Zusammen mit dem Bernie, der sich gerade irgendwo rumtreibt. Ich sehe ihn gerade nicht. Hallöchen, da hinten ist er. Da. Da drüben ist er. Irgendwo. Ja. In die Underground. Pulverizer. So, wir wollen. Was warst du? Bei die Pulverizer. Ach so. Ja, so nach und nach ist jetzt alles hier so ein bisschen. Wird jetzt alles so ein bisschen automatisiert hier und kommt jetzt langsam alles in Gang. Und wir wollen heute mal gucken, dass wir das ME-System noch ein bisschen ausbauen. Und dafür habe ich eigentlich schon mal hier mir verschiedene Sachen ausgedacht. Wir wollen zum Beispiel eine Speicherzellenbank bauen. Werkbank. Speicherzellenwerkbank. Die sieht so aus. Wir brauchen also dafür Wolle. Wir brauchen Kalkulationsprozessoren, Eisen und wir brauchen eine Kiste. Das sieht also dann so aus. Also Wolle in der 1 und in der 3, Eisen in der 4, 6, 7, 8, 9 und dann irgendeine Truhe in der 5. Und hier oben, da kommt ein Kalkulationsprozessor rein. Dann bekommen wir hier eine Speicherzellenwerkbank. So, und dann haben wir hier noch den MEIO-Port. Den wollte ich eigentlich auch in der Folge bauen, aber ich habe eben aus Versehen draufgeklickt. Deswegen habe ich ihn schon fertig. Da kommt oben Glas rein, an den Seiten kommen Laufwerke rein, in der Mitte kommt ein Fluxkabel rein, unten ein Logikprozessor und Eisenbahn an den Seiten. Und dann bekommen wir dieses formschöne Gerät. Das wollen wir jetzt auch gleich hier aufhängen. Und zwar machen wir hier mal die Speicherzellenwerkbank hin. Wir wollen das ja irgendwann nochmal umbauen hier. Ja, könnt ihr auch beide hier drüben hinhängen. Oder beide hier. Die können ruhig zusammenhängen. Pass auf, das machen wir mal so. Dann haben wir nämlich hier nochmal was für Festplatten und so. Dann haben wir die jetzt hier hin. So. Und diese Speicherzellenwerkbank, die wollte ich gestern eigentlich schon benutzen. So, hier haben wir unsere Festplatte, die wir gestern gebaut haben, für Milch. Die legen wir hier oben rein. Und wir legen hier einen Eimer mit Milch rein. Ab jetzt kann auf dieser Festplatte nur noch Milch gespeichert werden. Wir nehmen die nächste. Hier ist Wasser. Hier legen wir den Wassereimer rein. Das bedeutet, auf dieser Festplatte wird nur noch Wasser gespeichert. Dann haben wir hier die Lava-Festplatte. Die legen wir rein, machen hier einen Lava-Eimer rein und auch die ist damit eingestellt und wir können da nur noch da kommt nur noch Lava drauf. Die vierte Festplatte, die lassen wir einfach offen. Da können dann alle anderen Flüssigkeiten rein, die wir momentan noch nicht so von dem wir momentan noch nicht wissen, was es jetzt noch, was noch anfällt und so. Gucken wir mal. Dann habe ich hier den MEIO-Port gebaut. MEIO-Port. Mit dem können wir Festplatten hin und her kopieren oder Sachen vom Computer, von den Laufwerken auf eine extra Festplatte kopieren. Brauchen wir später. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu unserem Laufwerksreck und hier machen wir die ganzen Flüssigkeitsfestplatten erstmal rein. So. Und dann wollte ich gerne unten gucken, wie das so ist mit der Wasserhöhe, die wir hier draußen haben. Vielleicht können wir nämlich da einfach einen Anschluss legen und dann haben wir gleich unendlich viel Wasser in unserem System. Denn wir lassen das einfach von hier unten. Hier ist irgendwie Wasser weg. Hast du hier Wasser weggepumpt? Ich nicht, nein. Ist ja merkwürdig. So, wir sind hier auf Höhe 63, ja. Jetzt gucken wir mal, wie es unten im Keller aussieht, ob wir da auch auf 63 sind. Da sind wir ein bisschen drüber, hier sind wir auf 66. Das heißt, wir können aber trotzdem hier durchgehen. Wo haben wir denn hier ein schönes Kabel liegen? Hier das, was wir noch mit einer Leitung belegen können. Das könnten wir uns von hier aus ziehen. Das heißt, wir graben uns mal hier durch und ich mache mal nur so einen Gang hier, weil wir wollen nämlich hier später. Warte mal, vielleicht könnte ich es auch weiter oben hinlegen. Dann können wir das hier vielleicht einfach verschwinden lassen. Ach so. Dann machen wir es so und dann machen wir hier. Wer schiebt denn da von hinten? Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen euch zurückhalten, ihr kleinen Roboter? Komm mal raus da. Ich muss da arbeiten. Die sind so verspielt, weißt du? Verspielen.
So, so, dann machen wir es mal so, dass wir hier. Dann da Steine. Machen wir das mal zu hier. Wir werden hier nachher mit dem Kabel runtergehen. So, 63. So, jetzt gehen wir von hier aus, gehen wir jetzt Richtung Wasser. Ist das jetzt dein Ernst, dass du jetzt hier hinterher gesprungen bist, du kleiner Roboter? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? So, wir graben uns hier. Ist jetzt bei euch ist nicht so viel zu sehen, gell? Es ist aber gleich vorbei. Wir sind gleich durch. So, hier kommen wir raus. Mir ist mein Roboter im Weg. So, das hätten wir umgebaut. Und jetzt holen wir uns unsere Mechanismenfestplatte. Ach, Mechanismenpumpe von da hinten. So, die haben wir ja hier drin und die holen wir uns jetzt mal. So, und auch die Batterie, von denen würde ich... Was machst du denn hier? Beton. Merkwürdige Sachen macht er da. So, jetzt haben wir hier einmal die Batterie und wir haben die Pumpe. Die Pumpe habe ich gar nicht. Hat jetzt einer von den Kleinen die aufgesammelt oder was? Oh Mann, die sammeln auch alles auf. So, die Pumpe. Und zwar lässt sie sich immer so ein bisschen komisch setzen. Ja, weil nämlich immer der Anschluss ist auf der entgegengesetzten Seite von da, wo man denkt, dass er auftaucht. Ja, so, setzen wir das hier dran. Die Pumpe hat damit jetzt schon Strom. Und jetzt holen wir uns noch einen Tank von oben. Hier komme ich nicht hoch. Hier bauen wir schon mal wieder zu. Denn hier soll später auch alles... Das Kabel geht hier durch, aber ansonsten... Wird hier alles zu sein. So, du bist mir ein bisschen im Weg, du kleiner Roboter. Geh mal weg da. Ja, geh mal weg. So. So, wir brauchen schlaue Kabel. Davon haben wir nur noch 10 Stück. Ach, ich habe ganz viele im Inventar, deswegen... So, die können raus, die können raus, die können raus, die können raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und da unten, das behalten wir mal. So, 64 Kabel habe ich dabei. Jetzt brauchen wir noch einen Importbus. So, den hätten wir dann hier. Und, ah ne, wir brauchen einen anderen Importbus. Wir brauchen einen Flüssigkeitsimportbus. Das wäre dann der hier. Der geht ganz einfach mit dem normalen und du legst ein bisschen Lapislazuli dazu. Den nehmen wir jetzt mal raus, so. Und dann brauchen wir noch einen Tank. Es muss kein großer Tank sein. Aber wir haben sowieso nur einen hier drin gespeichert. Deswegen bauen wir einfach den. So. Tank. Ja, es müsste eigentlich mit dem klappen. Zertusquarz-Tank müsste klappen. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es klappt. Aber wir gucken mal, ob es geht. Beschleunigungskarten brauchen wir noch 2 Stück. So, die nehmen wir auch noch mit. 1, 2. Und dann gehen wir hier runter. Und machen hier schon mal den Anschluss. Ich glaube, da brauchen wir kein großes Kabel zu legen, weil da wird nicht so viel dazukommen. Es wird, glaube ich, sogar hier dann dabei bleiben. Ich mache mal bis hier. Oh, ist schon zu weit. Warte, den machen wir weg. Ups. Und bauen wir bis hier runter. Und jetzt müssen wir das noch hier hinlegen, weil ich würde hier gar nicht hinter mir gleich zubauen. Damit das hier gar nicht offen ist.
Jetzt habe ich doch zu wenig Steine, glaube ich. So, gucken wir mal, ob die Kleinen vielleicht Steine gesammelt haben. Nee, der hat Tinte gesammelt. So, der hier hat noch ein paar Steine dabei. Die können wir schon mal rausnehmen. Hier, Kies, was brauchen wir nicht. Granit nehme ich nochmal raus. Und die Erde geht auch. Okay, jetzt sind wir hier hinten. Und dann machen wir das noch zu. Und jetzt habe ich ein bisschen Erde. Das werden wir dann für den Abschluss hier vorne noch benutzen. So, jetzt haben wir hier, das Kabel kommt hier raus. Wir setzen mal den Zartus-Tank hier drauf. Der füllt sich jetzt mit Wasser. Hier machen wir den Importbus dran. Und wir machen hier an das Kabel so das dran. So, jetzt seht ihr hier. Nimmt jetzt zu und gleichzeitig ab. Das heißt, es wird jetzt oben in unser System reingepumpt. Und wir gucken mal auf unsere Festplatte. Jetzt müsste da eigentlich Wasser im System schon drin sein. So, Milch ist 0, Wasser nimmt zu, Lava bleibt bei 0 und hier Flüssigkeitsspeicher, der andere, der läuft auch nicht voll. So, das ist schon mal ganz gut, das läuft schon mal. Haben wir schon mal gut angeschlossen. Und dann sollte ich mal wieder was essen. So, jetzt kümmere ich mich endlich mal darum, damit ich jetzt mit Darkness hier nicht Probleme bekomme, dass wir Cheeseburger herstellen. Jetzt gehen wir mal hier oben hin und gucken mal, dass wir den Cheeseburger an uns an. Mal gucken, ob wir die hier schon... Können wir das hier eingeben? Cheeseburger. In der Küche? Ja. Cheeseburger können wir nicht eingeben? Nicht, dann können wir es noch nicht herstellen. Können wir uns anzeigen lassen, was fehlt? Ah, das hatte ich schon mal gefragt, gell? Ja, leider nicht. Aber schauen wir mal. Dann nehmen wir uns nochmal das Buch hier und wir gucken mal nach. So, ich gebe hier nochmal ein Cheese und wir sehen hier Cheeseburger normal, Cheeseburger mit Speck oder Cheeseburger Deluxe. Deluxe bringt 5 und... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir müssen also erstmal den Cheeseburger herstellen. Dafür brauchen wir Käse und wir brauchen einen Hamburger. So. Was brauchen wir denn für Käse? Dafür brauchen wir Milch und Ei. Ach, Eier. Es fehlen Eier. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. So, wir gucken mal, wie es bei Käse aussieht. Käsekuchen. Käse, gab es nicht auch irgendeine Sojalösung? Ja, auch. Kirschkuchenkäse, Käse-Schinken-Sandwich. Aha, hier. Guck mal, ich habe auf Käse gedrückt, dafür brauchen wir einen Topf, wir brauchen Sojamilch und Salz. Wo kriegen wir Sojamilch her? Gute Frage. Sojamilch kenne ich noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken mal, ob wir hier Sojamilch einfach so herstellen können. Nee, können wir nicht herstellen. Ich guck nochmal beim... Wo ist das Buch hin? Hä? Oh, ich habe das Buch hier oben draufgelegt. Ich weiß nicht, wie wir es wieder runter... Doch, ich hab's wieder. So, ja. Ich tippe mal ein Milch.
noch eine Rührschüssel, oder? Geil. Warte mal, ich habe eben eingegeben Käse. So, dann habe ich da drauf geklickt und dann kam das hier. Sojamilch. Da ist doch Sojamilch. Bin ich jetzt bescheuert? Warum kann ich das nicht herstellen? Ich habe es schon wieder oben drauf gelegt. Schon wieder. Oh. Soja. Sojasauce. Warum kann ich denn keine Sojamilch herstellen? Das heißt, wir können auch Eier besorgen. Also ich habe auch Eier, haben wir auch im System. Ja, 19 Stück. Aber wir sollten vielleicht dann mal eine Hühnerfarm bauen, oder? Ja. Machen wir mal zu Testzwecken, machen wir jetzt einfach mal mit normalen Eiern. Hier ist alles voll. Alles voll, was? Ja, genau. So, ich tippe nochmal hier drauf und wir gucken mal bei... Jetzt geht nämlich Käse. Wir müssen vielleicht noch ein paar mehr von den Schränken bauen, oder? Ja, wahrscheinlich, dass wir da mehr bauen können. Chicks. So, 8 mal Käse konnte ich herstellen. Das muss ich natürlich wieder irgendwo reinlegen. So, Käse habe ich da. So, jetzt würde ich gerne einen Hamburger herstellen. Geht nicht. Gut, dann gucken wir noch mal im Buch. Warum geht Hamburger nicht? Ein Hotdog gibt's schon einmal. So, Hamburger, Hamburger. Hamburger gibt's zweimal. Wieso gibt's Hamburger zweimal? Dafür brauchen wir eine Bratpfanne, die haben wir. Wir brauchen rohes Tofu. Ah ja. Wir brauchen dafür Käse, um einen Hamburger herzustellen. Also, um einen Hamburger herzustellen, brauchen wir ein Messer. Wir brauchen 2 Toastscheiben, ein Steak und ein Cheese-Dings. Oder wir brauchen eine Pfanne. Rohes Tofu-Steak und ein Toastbrot. Wie kriegen wir denn Tofu-Steak hin? Fragst nicht so. Tofu. Ich glaube, ich muss mir diese Mod nochmal genauer anschauen. Aha. Dafür brauchen wir festen Tofu. Wäre auch so leicht. Pilz. Wir brauchen Sojasauce. Wir brauchen schwarzen Pfeffer. Und wir brauchen Speiseöl. Ach du Leck. Und wir brauchen ein Schneidebrett. Schneidebrett wäre da. Ja, aber es ist ja, das ist total aufwendig, gell? Für fester Tofu. Oh. Hm? Steht alles so in dem Buch da drin. Ja. Fester Tofu ist aber nicht aufgeführt und den brauche ich jetzt. Vielleicht muss ich dann fester eingeben. Nö, geht auch nicht. Hier ist nichts angegeben mit festem Tofu. Roher Tofu-Speck. Rohes Tofu-Ei. Rohes Tofu-Wild. Rohes Tofu-Steak. Tofu. Tofu. Fester Tofu. Ja, es muss ja auch ein Rezept dafür geben. Ich meine, woher soll ich diesen veganen Kram kennen? Ja, woher denn nur? Du hast doch so nette Nachbarn.
jetzt? Hast du es rausgefunden, wie Tofu geht? Nein, aber ich habe jetzt Tod. Käse. Also wir müssen, glaube ich, eine Hühnerfarm bauen, damit wir erstmal Hühner bekommen. Eier. Wo kann ich jetzt rein? Hamburger. Ich habe eine Pfanne, ich habe Fleisch und ich habe Toast. Du brauchst noch Käse. Laut dem Ding nicht. Oder gibt es so? Selber noch. Also wir machen das jetzt mal so. Ich baue jetzt erstmal ein paar Kitchen Counter. Denn so kommen wir ja nicht weiter. Wir müssen ja mehr Platz haben. Tschüss. Geht nicht? Ha! Hamburger! Was hast du jetzt reingelegt dafür? Den Toast habe ich reingelegt hier in die Küche. Das ist schon blöd. Ich habe mir das anders vorgestellt. Da müssen wir also Toast herstellen, oder was? Ja. Und dann in den Schrank reinlegen. Ja, also Toast ist drin. Machen wir so viele Hamburger, wie es geht. Ich kümmere mich mal darum, dass Toast hergestellt wird. Okay. Okay. Na, nicht dieser Toast. Sondern? Der Toast geht. Ach, das geht auch hier in der Küche. Ich brauche Butter. Mich am Abend. Entschuldigung. Butter. Also der Toast geht nicht? Nee. Ich brauche was? Den Toast hier. Schau in den Schrank da jetzt rein. Oh. So, da ist sogar ein Cheeseburger gebacken. Hm. Aber ich weiß nicht wie. Dafür brauchen wir jetzt Butter oder was? Ja. Der wird wieder mit festem Tofu, mit Seidentofu wird er gemacht und mit Schlagsahne oder was weiß ich. Mit Schlagsahne, genau. Dafür Schlagsahne. Milch. Milch braucht zu lange. Milch und die Rührschüssel. Ich glaube, dass wenn wir das ME-System das machen, geht es schneller. Wir haben jetzt Milch im System, oder? Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir erst. Nee, aber kann ich machen. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch eine Eierproduktion. Was? Nee, glaube ich nicht. Wir brauchen mal Toastbrot dabei, Butter. Ja. Wo krieg ich Salz wieder her? Ah, Importbusse sind auch noch nicht eingestellt. Importbusse. Dann ist Export bestimmt auch noch nicht eingestellt. So, Export auch. Oh. So, und dann legen wir das. Verdammt. Fabrik, metallurgische, molekular Assembler. So, und dann gucken wir mal. Importbus. So, ich hätte gerne 20. Okay. Es fehlen klebrige Kolben. Okay. Wir machen das Rezept für klebrige Kolben. Kolb. Hat ja wenig Sinn. Wir machen gleich auch das Kolbenrezept. Gibt es einen Unterschied? Nö. Gut. Kolbenrezept. Okay. Kolben haben wir da. Dann machen wir klebrige Kolben.
So. Schleim. Okay, Schleimball. Schleimball. So. Jetzt natürlich das Problem, wenn wir jetzt diese Art von Schleim nicht mehr haben, nimmt er, glaube ich, nicht den hier. Schleim dürfte kein Problem sein. Meinst du? Wenn, dann gehen wir auf so eine Schleiminsel rauf. So. Und dann machen wir jetzt, habe ich jetzt Export gemacht? Import. Import craften 20 Stück. Geht. Und Export. Mehl. 15 Stück. So. Wir gehen hier wieder auf die normale Übersicht und ich gehe erstmal auf Import. So, ich brauche erstmal 2. Dann brauche ich die Beschleunigerkarten wieder. Den Toast können wir mal hier reinwerfen. Das können wir dahin tun. Das können wir rauswerfen. Dann brauche ich die schlauen Kabel. Und dann brauchen wir hier eine Verbindung zu unserem Computer. Die muss nach draußen gehen. Nämlich da hinten zu den 2 Maschinen. Und die machen wir vielleicht. Die machen wir vielleicht von hier oben. Und dann brauchen wir. Eine Flüssigkeitswerkbank hast du auch schon, oder? Das weiß ich nicht. Wie sieht es aus? Die heißt Flüssigkeitswerkbank. Fürs MIS. Wahrscheinlich nicht. Ja, da kann man die Flüssigkeiten verarbeiten, die wohl im NE-System drin sind, ohne dass ich jetzt in Eimer verpasse. Ach, du meinst eine Flüssigkeitskonsole? Ja, die haben wir noch nicht. Jetzt ist die Frage, hier würde ich gerne die Milch abpumpen und wie wollen wir das Kabel legen? Nach unten? Ja, wenn schon nach unten, dann sieht man es. Müssen wir jetzt mal hier gucken, dass wir hier... Wir sind ja auf 72, okay. Dann mache ich hier mal. Dann nehmen wir mal die normale Schaufel. Machen über uns wieder zu. Und sehen jetzt gar nichts. Das ist ja super. Habe ich eine Fackel dabei? Nee, gar nicht. Seine Brille wieder verlegt. Nee. Wir müssen nochmal aufmachen, so. Was wollte ich denn noch? Ja, Kack. Alles klar. So, pass auf, hier Importbus. Dann machen wir hier ein Kabel dran. Machen wir noch ein Kabel dran. Dann machen wir hier noch einen Importbus dran. Dann machen wir hier noch ein Kabel dran. Dann graben wir uns hier runter bis auf 63. Gut, dann müssen wir nur noch in diese Richtung gehen, denn da müsste jetzt gleich irgendwann unser Kabelschacht kommen. Da ist er schon. So, und dann machen wir hier nämlich eine Verbindung. Das hier bauen wir wieder zu. Sehr gut. Und dann habe ich jetzt allerdings das Problem, dass ich hier nicht drauf komme. Wenn ich jetzt hochhüpfe, baut er mir nämlich hier keinen Mist. Müssen wir ein bisschen Umweg nehmen. So. Das war der Umweg. Jetzt nehmen wir die Steine wieder. So, und hier war eben... Da muss noch ein Stein rein. Und da müssen wir hier noch eine Verbindung schaffen. Jetzt hier nochmal nach oben. Und jetzt bräuchten wir hier eine Erde. Mist, jetzt habe ich natürlich eine Erde zu wenig. Brauchst du Erde? Ich bräuchte einen Erdblock. Und kurz.
Also, bist du noch bei den Schafen? Ja. Ach, warte mal, ich habe was vergessen. Hoffentlich komme ich da hin. Ja, sieht gut aus. So. Und dann hier vorne noch zwei rein. Und ich habe es falsch gemacht. Mensch, ich habe es falsch gemacht. Da müssen natürlich Flüssigkeitsimportbusse dran. Jetzt hoffe ich, dass der Kleine mir die nicht weggesaugt hat. Dann holen wir uns halt einen neuen. So. Und Lapis Lazuli. Oh Leute, die haben ja schon die Folge total überschritten. Oh. Ja, also, gut, das bauen wir jetzt noch fertig. Jetzt haben wir angefangen damit, jetzt machen wir das noch fertig. So. Gehen wir hier nochmal eins runter. So, da kommt jetzt ein Importbus dran. Jetzt machen wir hier Kabel dran. Dann kommt hier der zweite Importbus und noch ein Kabel. Und dann bauen wir das mal zu hier. Jetzt gucken wir mal hier rein. Okay, die Milch ist schon weg. Die Milch ist auch weg. Und jetzt müssten wir Milch im System haben. Ja, ein bisschen Milch ist drin. So. Das heißt, wir bekommen jetzt da auch Milch. Das ist hier von unseren Kühen. Wir können natürlich auch gerade mal ganz verwegen sein. Und die Folge ist total überzogen. Wir sind schon so weit. Mein Gott. Und soll ich dir was sagen, was ich vergessen habe? Mhm. Ja, das gleiche wie immer. Screenshot. Kein Screenshot gemacht. Machen wir jetzt gleich hier. Machen wir einen schönen Screenshot hier draußen. Sorgen wir erstmal hier für Kuhnachwuchs. Ein Schäfchen-Nachwuchs. Ein Kuh-Nachwuchs und noch ein Schäfchen. So, habt ihr jetzt alle? Nee, hier hinten. Ihr habt's verpasst. So, hier, guck mal, hier gibt's was Leckeres zum Futtern. So. Bekommt ihr alle was Leckeres zum Futtern. So. Liebe Leute, das war's mit unserer Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde hier verfolgt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.